Wir haben heute mit Stimmen aller Ausschussmitglieder beschlossen, dass Edward Snowden als Zeuge vernommen wird. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Signal. Ich selber sage auch als Obmann der SPD, ich bin froh, dass wir hier auch einen Konsens erzielen konnten auf Seiten der Regierungsparteien. Wir haben dann jetzt im Weiteren einen Verfahrensbeschluss beschlossen, wie wir mit diesem Zeugenvernehmungsbeschluss umgehen werden. Der sieht vor, dass wir Herrn Snowden ersuchen, bis spätestens 3. Juli, also noch vor der Sommerpause des Parlaments, uns als Zeuge zur Verfügung zu stehen. Und wir haben ihn auch gebeten, in einer schriftlichen Stellungnahme uns mitzuteilen, wie und unter welchen Umständen er sich das vorstellen kann. Wir werden hierzu, Herr Snowden ist ja durch einen Berliner Anwalt vertreten, wir werden hierzu sehr zeitnah, voraussichtlich schon in der nächsten Woche, mit seinem Anwalt in Kontakt treten und dann ihn bitten, uns hier eine verbindliche Einschätzung auch seines Mandanten mitzuteilen. Ich sage ganz offen und bleibe bei meiner Position, dass ich eine Anhörung des Zeugen Snowdens in Deutschland ausschließe, aus zwei Gründen. Es liegt ein Festnahmeersuchen vor. Wir würden eine Diskussion bekommen über ein Asylverfahren oder über ein Auslieferungsverfahren. Wir würden einen Snowden-Untersuchungsausschuss bekommen und keinen NSA-Untersuchungsausschuss. Deshalb ist es uns wichtig, ihn anzuhören, aber nicht in Deutschland. Und der zweite Aspekt: Ich verstehe nicht, warum die Opposition Snowden unbedingt nach Deutschland holen möchte, wo doch bekannt ist, dass er festgenommen werden müsste. Es ist in unserem Interesse, dass wir ihn oft hören können, dass wir ihn befragen können und dass wir ihn nicht unter den Druck eines Auslieferungsabkommens setzen wollen. Es gibt da bereits Präzedenzfälle, zum Beispiel die Anhörung vor dem Europäischen Rat oder vor dem Europaparlament. Ich sehe nicht, warum das eingeschränkt sein soll. Und ich sage auch ganz offen, wir sind nicht darauf festgelegt, ihn bis zum 3. Juli per Video anzuhören. Ich kann mir auch vorstellen, dorthin zu reisen. Und wir sind uns auch unter den Obleuten einig, dass dies eine Option ist. Der Untersuchungsausschuss kann überhaupt nicht legitim eine Vernehmung des Zeugen Snowden in Moskau ermöglichen, weil diese Möglichkeit, geheim zu verhandeln, faktisch nicht gegeben ist. Wer oder welche Umstände entscheiden denn am Ende, wo Edward Snowden verhört wird oder vernommen oder befragt wird? Also das sind mehrere Dinge. Dieser Antrag hier heute und dieser Beschluss war der erste Schritt. Jetzt muss die Bundesregierung Amtshilfe leisten und das ermöglichen. Und am Ende des Tages entscheidet Edward Snowden, ob er kommt und er für sich entscheidet, dass das ein Schritt ist, den er gehen will. Das ist so, das haben wir immer gesagt in diesem Dreiklang. Und insofern, der erste Schritt ist hier jetzt erfüllt. Und jetzt warten wir gespannt, wie es weitergeht. Die Mehrheit der Fraktionen hat auf jeden Fall offen gesagt, dass diese Vernehmung hier von Angesicht zu Angesicht jetzt erstmal der nächste Schritt sein soll. Wir sind natürlich erleichtert heute, dass nach wochenlangem Gezerre und diesem wichtigen Beweisantrag zu Herrn Snowden endlich Einigkeit unter den Abgeordneten dahingehend heute erzielt wurde, dass wir gemeinsam Herrn Snowden als Zeugen vor den Untersuchungsausschuss laden. Wir haben natürlich jetzt viele Fragen nach dieser Ausschusssitzung, wie tatsächlich das Verfahren dann ausgestaltet wird. Die rechtlichen Regularien sind eigentlich klar. Der Zeuge muss die Ladung zugestellt bekommen, sicherlich über seinen Anwalt. Und dann ist Vernehmungsort eine öffentliche Sitzung vor dem Deutschen Bundestag. Ich sage mal, das ganze Gezerre um die Snowden-Vernehmung wirft für uns natürlich jetzt bestimmte Fragen auf, die uns alarmieren, was die weitere Arbeit des Untersuchungsausschusses angeht. Es gibt ja die Ankündigung von Herrn Maaßen, dem Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, dass der Ausschuss notwendige Unterlagen zum NuSpy-Abkommen, aber auch bilaterale Unterlagen zwischen den Diensten USA, Großbritannien und Bundesrepublik nicht zur Verfügung gestellt bekommt. Wir haben verabredet, dass wir in einer der nächsten Obleuterunden uns mit den Staatssekretären zusammensetzen. Und ich erhoffe mir ein klares Signal der Bundesregierung, dass diese Meinung, vorgetragen von Herrn Maaßen, die Einzelmeinung eines Behördenleiters war und nicht die Meinung der Bundesregierung in der Behandlung von notwendigen Aktenvorlagebeschlüsse des Untersuchungsausschusses. Uns ist es gelungen, einen Großteil der Sitzung und der zugrunde liegenden Anträge im Konsens gemeinsam zu beschließen.
Da, wo es keinen Konsens war, haben wir diskutiert, haben streitig diskutiert, aber sind zu guten Ergebnissen gekommen. Und bei der zentralen Frage, die streitig war, bei der Ladung von Edward Snowden, hat es ein Ergebnis gegeben. Und von daher kann ich sagen, seit der heutigen Sitzung ist es garantiert nicht mehr der Edward Snowden-Ausschuss oder gar, wie eine Zeitung titelt, der Hans-Christian Ströbele-Ausschuss, sondern es ist der NSA-Untersuchungsausschuss. Wir beginnen unsere Arbeit und wir werden jetzt Schritt für Schritt intensive Beweiserhebungen in den nächsten Sitzungswochen erleben. Dieser Untersuchungsausschuss hat keine leichte Aufgabe. Dass wir heute aber gemeinsam so einen großen Fortschritt erzielt haben, das zeigt die Bedeutung des Themas, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und ich danke ganz herzlich allen Mitgliedern, zuvorderst den Obleuten, aber allen Mitgliedern des Untersuchungsausschusses, dass wir heute an einem Strang gezogen haben. Ich glaube, das war ein gutes Signal. Und ich hoffe, dass auch vernommen wird, dass wir an der Aufklärung der Themen maßgeblich interessiert sind und auch erreichen wollen, dass es zu mehr Datensicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger kommt. Daran werden wir gemessen. Und ich glaube, dass wir einen wesentlichen Schritt heute dazu gemacht haben.